So, das Spiel kriegt eine Live-Stelle, denn ich als Koblenz-Fan, also wie wenige wissen, ich bin Dortmund- und Koblenz-Fan, weil ich aus der Region Koblenz kam. Und wir sind hier im Rheinland-Pokalfinale. FSV Salmor vs. TuS Koblenz. Wir haben in der 13. das 1-0 gemacht, in der 89. das 2-0, in der 90. plus 3 das 2-1 kassiert, in der 90. plus 5 das 2-2. Verlängerung gab es mehrere strittige Szenen. Unsere Torwarttrainerlegende wurde der Innenbahn verwiesen, da der Schiedsrichter extrem parteiisch war. Und jetzt sind wir im Elfmeterschießen. Und ich verlinke den Kanal der Best des TuS Koblenz Fanradio. Wer es nicht kennt, ist geil. Streamt alle oder fast alle Koblenz-Spiele live. Und da sehe ich halt das ganze Spiel. Und nicht nur so ein bisschen wie bei ARD. Also ich sehe es nicht, ich höre es nur. Aber das ist mir egal. Ich werde mitfiebern. Und jetzt heißt es Elfmeterschießen. So. Elfmeterschießen. Wenn jetzt Koblenz gewinnt, sind wir wieder im DFB-Pokal, was mich übelst freuen würde. Okay. Ja, steht 2-2. Jetzt heißt es hoffen. Noch geht's nicht los. Seitenwahl. Aktuell ist noch Seitenwahl. Also ich höre es nur und er hat noch nichts weiter gesagt. Und ARD zeigt auch nichts. Okay. Ja, und was auch noch zu erwähnen ist, der Sieger im Elfmeterschießen, also kriegt dann 115.000 Euro. Für die erste Runde im DFB-Pokal kriegt man das Geld nämlich. Und deswegen, also es geht für beide Vereine um viel Geld. Denn im unterklassigen Bereich, Koblenz ist ja Fünftligist, Salmor Sechstligist, soweit ich weiß, Salmor Sechstligist. Falsches, sorry. Und jetzt geht's wirklich um alles. Ich frage mich, was die da so lange machen. Der Schiri ist sehr parteiisch. Vielleicht hat ihnen der Münzwurf nicht gefallen. Ich hoffe, es wird auf den Koblenzer Block geschossen. Und will man anfangen oder nicht? Ich bin gerade überlegen. Ich glaube, ich würde anfangen, glaube ich, ist besser. Wenn man trifft. Wenn man nicht trifft, dann ist Anfang Kacke. Okay, es geht in die TuS-Kurve und Koblenz fängt an zu schießen. Also meiner Meinung nach ist beides ein Vorteil. Meiner Meinung nach ist beides ein Vorteil. Von der Brake. Hat den ersten Elfmeter auf seiner Seite. Ich hasse Elfmeterschießen. Herze. Erster Elfmeter. Komm schon. 1-0. 1-0 Koblenz. 1-0 für die TuS aus Koblenz. 1-0. Ganz, ganz wichtig.
Ganz, ganz wichtig. So, jetzt heißt es auf Pauken hoffen. Wow. Gelbe Karte für Dieter Pauken, da er nicht ganz auf der Linie hockt. Jetzt gibt es eine Verwarnung. Das triggert mich jetzt schon wieder. Der Schiri ist meiner Meinung nach viel zu parteiisch. Er läuft an und er trifft auch. 1-1. Salmo. Das finde ich gerade sehr, sehr bitter. Ah, bitter. Tut gerade weh. Heißt hoffen. Ist ein langes Elfmeterschießen, ist mir aufgefallen bisher. Kommt schon. Felix Könighaus verschießt. Nein. Nein. Königshaus hat verschossen. Nein. Knapp drüber. Nein. Oh, fuck. Jetzt haben Salmo die Chance, die Führung zu machen. Nein. Nein, 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 nein. Und er trifft. Führung Salmo. Führung Salmo. Nein. Nein. Jetzt der nächste Schütze und er trifft eiskalt. 3-2. Nee, 2-2. Jetzt haben wir ausgeglichen erst. Zwei, zwei, aber einen Schuss mehr. 2-2, aber einen Schuss mehr. Wir müssen jetzt auf unseren Keeper hoffen. Heißt es hoffen. Pauken war dran. Er war dran. Aber er ist drinne. Nein. Drei, zwei. Nach gleich vielen Schüssen. Für Salmo. Koblenz jetzt mit Schuss 4. So langsam wird's eng. 3, 3. Der Anlauf hat mir so leichter Satzeanlauf. Deswegen habe ich Angst bekommen, aber er trifft. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt heißt es hoffen. Ohne eine Keeperleistung oder einen schlechten Schützen wird es hier nichts. Ohne eine gute Torwartleistung wird es hier nichts. Einen halten, Pauken. Einen. Bitte. Den hat Pauken! Den hat Pauken! Alter.
Wichtiger Ausgleich. Jetzt Schütze Nummer 5. Michael Starr, Kapitän, Legende. Er hat einmal Tor des Jahres gegen Hertha gemacht. Guckt euch an, Michael Stahl, Hertha eingeben. Ihr findet es. Geiles Tor. Das heißt, es ist hoffen. Stahl, Stahl. Stahl verschießt. Stahl verschießt den Elfmeter. Letzter Schütze. Wenn Salmo jetzt trifft, ist Salmo Sieger. Wenn Salmo jetzt trifft, ist Salmo der Sieger in diesem Pokalspiel. Nein. Pauken. Salmo gewinnt. Durch eine extrem schlechte Schiedsrichterleistung. Ich hoffe, dass diesem Drecks-Schiedsrichter seine Lizenz entzogen wird und er nie wieder pfeifen darf. Der Drecks. Regt mich auf. Ganz im Ernst. So einen Schiedsrichter ein Finale pfeifen zu lassen, geht gar nicht.